Denn am Ende dieses Strudels war was sehr, sehr Helles. Ich glaube, das Schönste, was ich bis dahin in meinem Leben erfahren habe. Ich hatte 2004 eine Nahtoderfahrung. Bevor ich diese Nahtoderfahrung gemacht habe, da war mein Leben, ja, ich würde mal sagen, einfach sehr geordnet. Ich war kurz vor dieser Erfahrung oder während dieser Erfahrung hochschwanger. Also ich erwartete mein erstes Kind. Ich hatte ja einen guten Beruf, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, war mit glücklich verheiratet. Und was, glaube ich, das Wichtigste war, ich dachte damals, ich hätte mein Leben in der Hand und ich könnte das beeinflussen, was in meinem Leben alles passiert und ich hätte alles unter Kontrolle, gerade so um meinen 39. Geburtstag rum. Und es war so 2 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Da hat sich meine Plazenta plötzlich vorzeitig gelöst. Und dieses Ereignis ist ein sehr lebensbedrohliches Ereignis für Mutter und Kind. Ich war eigentlich von jetzt auf gleich mit einer Situation konfrontiert, in der ich unglaublich viel Blut verloren habe. Ganz plötzlich fing ich an zu bluten. Es war auch der Moment, wo ich das gesehen habe, wo ich sofort wusste, wenn jetzt niemand kommt, dann sterbe ich jetzt. Und ich habe natürlich erstmal den Notarzt angerufen. Ich habe dann auch noch die Tür aufmachen können und habe aber da auch noch mal das ganze Ausmaß der Katastrophe gesehen, wie viel Blut ich eigentlich verloren habe. Ich bin eben dann auch mit einer ganz massiven Todesangst konfrontiert worden. Also mich hat eine Todesangst erfasst, sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt. Es war wirklich eine ganz existenzielle Angst. Ich habe mich mit aller Kraft versucht, dagegen zu stemmen, zu dem, gegen das, was da kommt. Ich hatte auch das Gefühl, mich hätte eine ungeheure Kraft erfasst. Also irgendwas, dem ich mich gar nicht mehr widersetzen kann. Es fühlte sich tatsächlich so an, als würde ich auf der Klippe stehen, unter mir der Abgrund und der bröckelt. Ja, und es gab irgendwann einen Moment, und es war für mich ein sehr, sehr eindrücklicher Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe hier gar nichts mehr unter Kontrolle. Bis zu diesem Moment dachte ich immer, ich hätte das Leben in der Hand und ich könnte das alles beeinflussen, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. Da passiert gerade was, das kann ich nicht mehr beeinflussen. Ich hatte das Gefühl in dem Moment, wo ich tatsächlich gesagt habe, ich gebe auf, ich lasse los, ich überlasse mich dem. Ist mein Bewusstsein wie über den ganzen Körper hinausgeschossen. Also ich hatte das Gefühl, als würde ich plötzlich ganz weit und ganz groß. Und wenn ich jetzt von ich spreche, dann meine ich tatsächlich die Seele oder das Bewusstsein. Also ich spreche nicht mehr von mir in meinem Körper. Das ist an der Stelle sehr wichtig. Denn ich sah dann da den blutenden Körper liegen, ich sah die Sanitäter, den Notarzt, ich habe dann das ganze Szenario quasi von außen gesehen. Ich habe meinen Mann gesehen im Nebenraum, wie er telefoniert, also ich konnte irgendwie durch die Wand hindurch sehen. Was ganz spannend war, ist, dass in dem Moment jede Angst verschwunden war. Es war irgendwie plötzlich ganz still. Es fühlte sich so an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Als gäbe es kein Gestern mehr, als gäbe es kein Morgen. Es war einfach ganz ruhig und ich konnte alles sehen, was da geschieht. Und ich habe auch die Angst gespürt der Menschen, die um mich waren, die Angst vor meinem Mann. Ich habe auch gespürt, dass das alles sehr hektisch ist und dass es um Leben und Tod geht. Aber für mich war erstmal alles ganz friedlich und ganz still. Und ich konnte gut mit dem sein, so wie es gerade ist. Dass ich da so eine ganz entscheidende Erkenntnis hatte an der Stelle, ich bin nicht dieser Körper. Es scheint noch was anderes zu geben, was wahrnehmen kann, was Bewusstheit hat, was sehen kann, was hören kann, was riechen kann, wenn ich nicht in diesem Körper bin. Dann ging es so weiter, dass ich das Gefühl hatte, plötzlich gezogen zu werden, dass es mich irgendwie so, es wie so ein Sog gab. Und es zog mich in eine Enge, also irgendwie wie so ein Strudel, durch den es mich durchgezogen hat. Und
Ich habe auch bemerkt, dass ich da hin will, also dass ich diesem Sog folgen möchte. Denn am Ende dieses Strudels war was sehr, sehr Helles, was Lichtes, was unglaublich Lichtes, was Strahlendes. Und ich habe auch gemerkt, da will ich unbedingt hin. Das hatte was ganz Anziehendes und es zog mich da halt immer näher. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Lichte erfüllt ist, voller von Liebe und von Frieden. Und es zog mich auch tatsächlich in dieses Licht hinein. Das war wie so ein Verschmelzen mit diesem Lichten. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Ich glaube, das Schönste, was ich bis dahin in meinem Leben erfahren habe. Es war voller Frieden, voller Liebe, voller Stille. Ich hatte auch das Gefühl, es ist wie so eine Begegnung mit dem Göttlichen, mit der Wahrhaftigkeit. Und es fühlte sich tatsächlich auch so an wie, ja, wie da gehöre ich hin. Auch was von Geborgenheit, von Angekommensein. Es gab natürlich noch ein äußeres Erleben, ne? Und das äußere Erleben war praktisch, dass ich ins Krankenhaus transportiert wurde, dass es eine Notoperation gab, dass das alles natürlich sehr dramatisch war, da im Krankenhaus anzukommen in so einer Notfallsituation. In diesem Erleben dieser Nahtoderfahrung, in diesem inneren Erleben, war ich damit in Frieden, wie alles ist, wie alles gerade kommt. Also ich habe ja auch das gehört und gespürt, dass mein kleiner Sohn gestorben ist und ich war damit im Frieden. Das hörte sich so an. Das heißt ja nicht, dass ich es schön finde. Das muss man schon unterscheiden. Ne, man kann Dinge schlimm und tragisch finden. Man kann sich dagegen sträuben. Oder man kann mit was, was für einen wahnsinnig traurig und schmerzhaft ist, im Frieden sein. Und so war das auch in dem Moment, wo ich das mitgekriegt habe. Das Erste, was ich in dem Moment, als ich aufgewacht bin, gedacht habe, war, es darf jetzt nicht wahr sein, jetzt bin ich wieder hier drin, also hier in meinem Körper. Und das war was, was sich total fürchterlich angefühlt hat, ganz fürchterlich. Und der Körper war kalt, eiskalt, es fühlte sich an, als wäre ich in der Arktis. Der schmerzte, ich hatte wirklich unglaublich viel Blut verloren und ich habe wirklich gedacht so, oh nein, was mache ich denn hier jetzt? Und tatsächlich war mein erster Gedanke, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also das war natürlich erstmal ein schwieriger Moment, vor allem, weil sich mein Körper auch so wahnsinnig eng angefühlt hat. Natürlich erstmal wieder die Perspektive, in diesem Körper, in der Welt zu sein und auch mit dem Geschehen der Welt auf eine ganz andere Weise konfrontiert zu sein. Und natürlich war das erstmal für mich wahnsinnig traurig zu hören, dass mein kleiner Sohn es nicht überlebt hat. Das war nochmal auf eine ganz andere Weise spürbar als in dieser Situation außerhalb des Körpers und in der Nahtoderfahrung zu sein. Und dann war das aber so, dass ich ganz schnell bemerkt habe, dass mich so eine unglaubliche Freude begleitet. Also eine Freude, die eigentlich für die Situation absolut nicht angemessen ist. Und obwohl mein Körper in so einem desolaten Zustand war, habe ich mich unglaublich lebendig gefühlt. Und es war auch nicht so, dass ich dachte, huch, war das jetzt ein Traum oder was war da, sondern es war von Anfang an so, dass es für mich ein ganz reales Erlebnis war. Es ist natürlich total schwierig, dem Umfeld davon zu erzählen. Ich glaube, das ist auch das Dilemma, in dem viele Nahtoderfahrene stecken. Weil wie könnte ich jetzt meinem Mann, der gerade so Schlimmes erlebt hat, der hat gerade sein Kind verloren und fast seine Frau, wie könnte ich ihm erzählen? Und für mich war es der schönste Augenblick in meinem Leben. Also irgendwie ist es nicht passend. Und auch andere Menschen haben natürlich nur das Äußere gesehen und nicht das Innere, was ich erlebt habe. Und auch wenn ich versucht habe, davon zu erzählen, bin ich da auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Und es war natürlich für ihn nicht so leicht, ne?
Und wir haben aber einen ganz guten Weg gefunden, viele Jahre. Und irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, haben wir dann aber auch gemerkt, dass es nicht mehr zusammen weitergeht. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man nicht nur so diesen Zeitpunkt der Nahtoderfahrung betrachtet und denkt, danach macht es dann buff und das ganze Leben verändert sich, sondern es ist wie so ein Prozess, der dadurch eingeleitet wird. Ne? Also es beginnt sich was zu verändern und ich würde auch sagen, dass dieser ganze Veränderungsprozess auch wirklich, es sind Jahre. Also ich hatte natürlich einen Kinderwunsch und leider hat sich das aber für mich nicht mehr erfüllt. Also wir haben das auch noch mal probiert, aber das sollte anscheinend so nicht sein. Und es war natürlich auch ein Abschied von dem ganzen Lebenskonzept, das ich hatte. Und gleichzeitig hat es mich aber auch in was ganz Neues geführt, was ich auch nicht missen möchte. Es hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich da jemand getroffen habe. Da hat mir dann eben in Berlin ein Psychotherapeut, der auch spiritueller Lehrer ist, der hat mich sehr unterstützt und hat mir da auch sehr geholfen. Und vor allem hat er mir geholfen zu erkennen, dass diese Erfahrung was ist oder was war, wo ich nicht irgendwo in einem anderen Ort war, nicht irgendwo im Jenseits oder so, sondern dass es anscheinend eine Erfahrung war, in der ich wirklich ganz mit mir selbst in Kontakt war, mit meinem tiefen Inneren. Sagen, wie es ist, wenn wir tot sind, kann niemand. Vielleicht kann ich und andere Nahtoderfahrende was darüber erzählen, wie das Sterben ist. Was ich aus meiner Erfahrung aber mitgenommen habe, sind wirklich sehr viele Geschenke für mein Leben. Und das finde ich einfach den wesentlichen Punkt eigentlich an diesen Erfahrungen. Nämlich, wie kann ich eine solche Erfahrung als Kraftquelle für mein weiteres Leben nutzen? Ja, also diese Erfahrung hat tatsächlich mein Leben einmal auf den Kopf gestellt. Ich habe eigentlich ganz viel verändert. Ich habe meinen Beruf verändert. Mein Freundeskreis hat sich verändert. Na, die Familie nicht so, die bleibt einem ja, aber es war auch ein Weg. Ich glaube, wenn wir wirklich uns mit unserem Tod und dem Bewusstsein des Todes beschäftigen, mit dem Ende unseres Lebens, dass wir dann eben auch nochmal ganz anders auf unser Leben schauen können. Sicher macht es Angst zu wissen, wir haben das Leben nicht in der Hand. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, was wissen wir schon sicher? Wo können Sie sagen, das kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen. So wird es kommen. Nichts. Außer, dass wir irgendwann sterben. Das wissen wir sicher. Alles andere ist nicht sicher. Also ich kann planen und gleichzeitig annehmen und loslassen und sagen, gut, wenn es anders kommt, dann ergebe ich mich. Indem wir es so haben wollen, wie wir es planen, schaffen wir uns natürlich auch extrem viel Leid. Und wir schaffen uns selber auch extrem viel Angst. Wenn wir immer das Gefühl haben, wenn es anders kommt, oh Gott, was passiert dann? Dann kommt die große Katastrophe, dann sterbe ich vielleicht. Dass es also tatsächlich darum geht, um das Loslassen zu üben, die Hingabe zu üben, auch das Leben ein bisschen aus der Hand zu geben. Ich glaube, das Wesentliche ist oder eine wesentliche Frage, die man sich stellen könnte, ist, wie möchte ich eigentlich leben und wie möchte ich eigentlich sterben? Damit könnte man zum Beispiel beginnen. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, aber jeder muss ja mal sterben. Und ich glaube, wir könnten alle noch mal sehr viel mehr Potenzial aus unserem Leben schöpfen, wenn wir uns dieser Endlichkeit tatsächlich stellen würden. Weil indem ich alles plane und daran festhalte, lebe ich nicht wirklich. Und deswegen ist meine Einladung an wirklich alle Menschen, lebt. Und das Leben geht halt nicht ohne den Tod. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.